Indien wird gerade sprichwörtlich von der zweiten Corona-Welle überrollt. Die indische Variante des Virus fordert täglich tausende Menschenleben. Krematorien sind überlastet, die Bilder gingen um die Welt. Aber was ist eigentlich passiert? Erfahrt es im heutigen Video. Namaste. Herzlich willkommen auf Indien für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Auch wenn das Thema ein sehr ernstes ist. Aber ich muss einfach darüber sprechen, denn ich finde es schwierig, hier auf diesem Kanal meine Liebe zu Indien zu proklamieren und nicht gleichzeitig zu versuchen, zu helfen. Da die besorgniserregenden Bilder von übervollen Krematorien mittlerweile sogar die Tagesschau erreicht haben, wisst ihr sicherlich mittlerweile alle, was sich für eine humanitäre Katastrophe gerade in Indien abspielt. Vielerorts ist der Flaschensauerstoff knapp. Die Krankenhaus- und vor allem Intensivbetten sowieso. Die Menschen liegen auf den Fluren, teilweise müssen sie von Krankenhaus zu Krankenhaus laufen, um überhaupt eine Chance zu haben, irgendwo aufgenommen zu werden. Sie müssen oft stundenlang auf der staubigen Straße warten oder in Behelfsbetten, in Zelten und wo überall gerade Platz ist. Wer Kontakte nach Indien hat, weiß wohl mittlerweile von mindestens einem Krankheits- oder Todesfall im dortigen Bekanntenkreis. Ständig liest man Anfragen zu freien Sauerstoffflaschen, Krankenhausbetten oder zu sonstigen dringend benötigten Dingen. Das Gesundheitssystem ist kollabiert und die Menschen müssen sich selbst helfen. Dass die Situation ernst ist, kann man auch daran sehen, dass die Sauerstoffflaschen mittlerweile auf dem Schwarzmarkt angeboten werden, und zwar zu einem Vielfachen des eigentlichen Preises. Mittlerweile sinken die Zahlen glücklicherweise wieder, zumindest die offiziellen, denn die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher. Es gibt weder genug Tests, noch werden Menschen, die zu Hause oder auf dem Land sterben, in den Statistiken erfasst. Insgesamt gab es in Indien bisher über 27 Millionen Fälle und über 300.000 Tote. Aber wie ist das nur passiert? Wenn ich in den letzten Monaten auf Social Media unterwegs war, dann habe ich eigentlich nur Bilder gesehen von Leuten, die ihr Leben genießen, als gäbe es Corona gar nicht mehr. Sie sind arbeiten gegangen, feiern gegangen, ohne Masken oder sonstige sichtbaren Sicherheitsvorkehrungen. Und in der Tat gingen die Zahlen seit Oktober auch drastisch zurück. Der Großteil der Bevölkerung konnte zu einer relativen Normalität zurückkehren. Doch seit Februar dieses Jahres warnen viele Experten vor einem erneuten Anstieg der Zahlen und der damit einhergehenden Gefahr für das Land. Aber was ist in den letzten Wochen passiert, dass der Anstieg so massiv ist? Der Winter ist in Indien doch vorbei. Da müssten die Zahlen doch jetzt eigentlich sinken, oder nicht? Wie so oft gibt es auch hier nicht den einen Grund, sondern mehrere Faktoren, die zusammenspielen. Zum einen gibt es da die neue sogenannte indische Virusmutation, welche sich deutlich schneller verbreitet und von unserem Immunsystem auch nicht so gut bekämpft werden kann wie der Urtyp, selbst wenn man geimpft ist. Dann gibt es auch Probleme mit der Impfung, denn obwohl Indien einer der größten Impfstoffhersteller für den Covid-19-Impfstoff ist, herrscht in Indien ein Mangel an Impfdosen. Die Impfstoffkampagne kommt nur schleppend voran. Bisher sind nur ca. 12% der Menschen in Indien geimpft, was auch wieder verschiedene Gründe hat, aber auf die will ich hier jetzt nicht weiter eingehen. Fakt ist, die geringe Zahl der Geimpften sorgt natürlich dafür, dass das Virus sich mehr oder weniger ungehindert verbreiten kann. Dazu kommt noch, dass der Umgang mit den erlassenen Schutzmaßnahmen immer lascher geworden ist in den letzten Monaten. Ich habe oft gelesen, dass eigentlich schon noch Maskenpflicht und Abstandsregeln herrschen, aber es hält sich einfach niemand mehr daran. Und wer kann es ihnen verdenken? Schließlich hat Indien eine halbjährige Phase relativer Entspannung erlebt. Und wenn man zurückdenkt daran, wie es bei uns gewesen ist, dann haben die Menschen hierzulande auch sehr lange gebraucht, bis sie die Maßnahmen wieder ernst genug genommen haben. Auch die Regierung hat ihren Anteil an der aktuellen Situation. Viel zu viele Großveranstaltungen, unter anderem das größte religiöse Fest der Welt, die Kumbh Mela, wurden erlaubt. Ohne Hygienekonzept. Auch bei massenhaft besuchten Wahlkampfveranstaltungen wurden Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten. Keine Masken, kein Abstand, viele Menschen. Das sind natürlich die perfekten Bedingungen für eine Corona-Epidemie.
Um eurer Kritik vorzubeugen. Ja, ich weiß, wie riesig Indien ist. Ja, ich weiß auch, dass es eine absolute Mammutaufgabe ist, die Pandemie in einem so großen Land in den Griff zu bekommen. Aber wer angesichts der weltweiten und nationalen Situation zulässt, dass Millionen von Menschen auf engstem Raum völlig ungeschützt zusammenkommen, der muss sich meiner Meinung nach jetzt entsprechende Kritik dazu gefallen lassen. Aber es bringt nichts, jetzt mit dem Finger auf andere zu zeigen. Viel wichtiger ist, die Ressentiments hinter uns zu lassen und gemeinsam daran zu arbeiten, dass es den Menschen in Indien bald viel besser geht. Und ihr fragt euch sicher, was können wir hier in Deutschland tun? Es gibt einige Möglichkeiten und die meisten kosten euch nicht einen Cent. Das Wichtigste, was ihr tun könnt, ist, dieses Video oder andere Videos, die über die verheerende Lage in Indien informieren, zu teilen, weiter zu verbreiten. Informiert eure Mitmenschen darüber, was dort gerade passiert. Teilt Beiträge, in denen über Hilfsmöglichkeiten informiert wird. Schreibt euren jeweiligen Regierungsvertretern und Abgeordneten mit der Bitte um nationale Hilfe. Kürzlich erst hat die Bundeswehr ein Flugzeug rübergeschickt mit Sauerstoffflaschen, einem Sauerstoffaufbereitungsgerät und Fachpersonal. Das ist absolut klasse, aber es reicht nicht. Sprecht mit euren Freunden und Bekannten. Jeder muss auf diese Notsituation aufmerksam gemacht werden. Wenn ihr könnt, veranstaltet ein Online-Benefiz-Event zum Spendensammeln oder teilt solche Events, von denen ihr mitbekommt. Das Teilen, das Bekanntmachen, das ist das Allerwichtigste. Wir müssen darüber Bescheid wissen, wir müssen die Leute darüber informieren. Und schlussendlich spendet. Spendet. Und wenn es nur ein Euro ist, mal davon abgesehen, dass ein Euro in Indien so viel mehr erreichen kann als hier, wenn jeder Mensch in Deutschland einen Euro spenden würde, einen einzigen Euro, den hat jeder, dann kämen wir auf über 83 Millionen Euro, um den Menschen in Indien zu helfen. Das ist die Macht der Masse. Das ist es, was wir jetzt brauchen. Zusammenhalt. Aber an wen könnt ihr spenden? Landesweit sind viele soziale Organisationen in Indien tätig, die versuchen, den Menschen in dieser Katastrophe mit dem Nötigsten zu helfen. Seit Wochen und Monaten schon. Es sind viel zu viele, um sie alle hier vorzustellen. Deswegen möchte ich mich auf drei Stück beschränken. Die international bekannte Organisation Khalsa Aid zeigte schon während der Bauernproteste in Neu-Delhi großes soziales Engagement und versucht auch jetzt, die dortigen Krankenhäuser mit zusätzlichem Sauerstoff und die Menschen mit dem notwendigen Holz für die im Hinduismus vorgeschriebenen Feuerbestattungen zu versorgen. Auf ihrer Spendenseite kann man leider nur in Pfund und Rupien spenden, aber dafür schon ab einem Pfund. Leider ist es generell so, dass diese Spendenorganisationen keine auf Euro optimierten Seiten haben. Ihr müsst euch also ein bisschen gedulden und ein bisschen aufpassen, aber es ist alles kein Problem. Ich habe auch schon über diese Seiten gespendet. Give India ist Indiens größte Spendenplattform und hat schon im letzten Jahr große Summen zusammengetragen, um den Menschen in Indien zu helfen. Neben Essenspaketen für Arme werden auch Sauerstoffflaschen und medizinische Ausrüstung beschafft. Der Mindestbeitrag für eine Spende liegt bei 1 Euro und man kann über PayPal bezahlen. Feeding from Far hat schon im ersten Lockdown die Armen und Arbeitslosen mit Essenspaketen versorgt. Jetzt ist die Situation noch mal um einiges schlimmer geworden und natürlich brauchen die Menschen trotzdem etwas zu essen. Auch jetzt versucht die Organisation daher, den Ärmsten der Armen zu helfen. Auf ihrer Spendenseite könnt ihr ab einem Betrag von 10 Euro spenden. Nicht wundern, die Anzeige in Euro ist etwas kaputt. Die Situation in Indien ist mehr als schlimm und droht, eine humanitäre Katastrophe zu werden. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video ein wenig dabei helfen, die Lage zu verstehen und dazu motivieren, ein wenig Geld zu spenden oder anderweitig aktiv zu werden für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Vor allem in diesen schweren Zeiten dürfen wir nicht unsere Augen vor dem Leid der Welt verschließen und wir müssen zusammenhalten. Auch wenn es selbst in Deutschland schon mehr als genug Leid durch Corona gegeben hat. Vielen Dank für eure Bereitschaft, den Menschen in Indien zu helfen. Ich selbst habe schon vor ein paar Wochen einen kleinen Betrag gespendet und werde das heute auch wieder tun. Nach wie vor wird Hilfe gebraucht. Um euch noch ein bisschen mehr zu motivieren, wiederhole ich meine Aufforderung vom letzten Video. Schickt mir einen Beleg dafür, dass ihr gespendet habt.
ob die Zahlen geschwärzt sind oder nicht. Und ich werde euch im nächsten Video extra erwähnen. Mit einem herzlichen Dankeschön. Lasst uns zusammen helfen. Und hier kommen die Shoutouts der letzten Woche. Vielen Dank an... Wenn ihr noch andere Organisationen kennt, die in Indien gerade aktiv helfen und denen man als Deutscher gut spenden kann, dann schreibt es doch in die Kommentare. Je mehr Leute davon erfahren, desto besser. Im nächsten Video gibt es dann wieder etwas für bessere Laune. Ich präsentiere euch die Outtakes der ersten 3 Monate dieses Kanals. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Vielen Dank, dass ihr bereit seid, den Menschen in Indien zu helfen. Sie haben eure Hilfe bitter nötig. Wir sehen uns nächste Woche. Dhanyavaad.